Der neue Großflughafen BER in Schönefeld mobilisiert nach wie vor die Menschen. Die vierte Demonstration vor der Staatskanzlei in Potsdam stand unter dem Motto Aktion Sandmännchen, ein Bett im Fluglärm. Das Hauptthema war: Wir kämpfen für ein Nachtflugverbot, punktum, denn die gesetzliche Nacht geht von 22 bis 6 Uhr, nicht mehr und nicht weniger. Denn sonst fehlt die nötige Nachtruhe. Es gibt zahlreiche Studien weltweit, die klar darauf verweisen, dass ohne die nötige Nachtruhe die Menschen gesundheitliche Schäden erleiden. Es gibt Studien, die nachgewiesen haben, dass die dauerhafte Belastung durch Lärm zu einer Erhöhung des Blutdrucks, zu einer Bluthochdruckkrankheit führt. Und der erhöhte Bluthochdruck ist ein Risikofaktor für den Schlaganfall und für den Herzinfarkt. Nicht nur diese Themen bringen die Bürger auf die Palme, sondern auch die Informationspolitik, die als gezielte Desinformation empfunden wird. Die Politik der letzten 10 Jahre bestand vor allen Dingen darin, nach dem Prinzip Teile und Herrsche die Hauptbetroffenen zu missachten und die, die glaubten, sie seien nicht betroffen, nicht zu informieren. Dieses Spiel der Politik geht jetzt nicht mehr auf, weil zunehmend die Menschen erkennen, dass sie Opfer dieser Salamitaktik geworden sind. Um den Schein zu erwecken, dass die Auswirkungen des Fluglärms verkraftbar sind, wurden immer wieder Flugrouten hin und her geschoben. Schauen Sie nach Frankfurt und schauen Sie nach München. Schauen Sie Wiesbaden, schauen Sie Mainz an. Wenn Sie glauben, Sie haben auf Dauer Ruhe, nur weil jetzt irgendeiner auf dem Papier irgendeine Route gezeichnet hat, dann ist das ein fataler Irrtum. Man hat uns vor 10 Jahren bewusst mit getürkten Flugroutenkarten getäuscht. In Wirklichkeit können die Menschen der Region die Auswirkungen des Fluglärms nicht entkommen. Und das hat Herr Platzek 1994 und 1995 auch noch gesagt, dass dieser Standort unmenschlich ist. Und das, was wir heute an Protesten erleben, ist die Folge einer Wendehalspolitik von einem richtigen Standort Sperenberg weg zum falschen Standort nach Schönefeld. Und diese Folgen werden furchtbar sein, denn 250.000 Menschen müssen damit rechnen, dass sie in ihrer Gesundheit durch Fluglärm gefährdet sind. Sie sind einem Absturzrisiko ausgesetzt, ihre Häuser verlieren an Wert und ihr Lebensraum einschließlich der Erholungsgebiete und der Naturschutzgebiete wird kaputt gemacht durch einen Fluglärm, in dem man keine Erholung mehr haben kann. Die Flughafenbetreiber wollen mit dem eingeschränkten Nachtflugverbot von 0 bis 5 Uhr sich alle Optionen offen halten. In Wahrheit gibt es, mit Ausnahme der Airlines, aber nur Verlierer. Wenn man halbwegs intelligent ist, dann sollte man darüber hinaus noch berücksichtigen, was eigentlich die Gesamtwirtschaftlichkeit sagt. Denn wenn endlich jemand an die Gesamtwirtschaftlichkeit denken würde, gäbe es sowieso keinen Nachtflug. Denn eindeutig ist, dass die paar Millionen mehr bei Air Berlin ein Tropfen auf dem heißen Stein sind im Vergleich zu den Milliarden, die an Gesundheitskosten, Grundstückswertverlusten und an Lebensqualitätsverlusten von uns allen zu zahlen sind. Wenn ich jetzt mal das übertrage und sage, ich möchte einen Biergarten aufmachen und mitten im Wohngebiet und frage nur die Brauereien, wie die das finden, dann würden die sagen, das finden wir super. Die ganze Nacht bitte hoch die Tassen und möglichst draußen. Die Landesregierung muss die Bürger fragen und nicht die Airlines. Das ist meine Meinung. So viel zum Thema Wirtschaftlichkeit. Gerade unsere Kinder sind besonders gefährdet. Für sie muss etwas getan werden, damit sie nicht in Zukunft mit den Folgen des Fluglärms zu leben haben. Wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn es zu spät ist, dann können wir es nicht mehr. Und mir liegt besonders unsere Natur am Herzen. Meine Kinder, unsere Kinder liegen mir am Herzen, sie zu schützen vor den Umwelteinflüssen, die diese Fliegerei mit sich bringen wird. Und nicht nur meine Gesundheit, auch die kleinen Kids und die Kids, die noch auf dem Teich sind, bei Muttern im Bauch sind, die leiden darunter. Wir oder ich nicht unbedingt mehr. Ich vielleicht noch 8 bis 10 Jahre, dann gehe ich unter die Erde. Aber mit Genugtuung gekämpft zu haben. Danke. Eine besondere Situation haben wir bei Kindern. Kinder haben ein sehr hohes Schlafbedürfnis. Und die Kinder schlafen eben schon deutlich vor 22 Uhr. Das heißt, ein Kind ist womöglich um 23 Uhr schon in einer Phase, wo es wieder leichter erweckbar ist. Und da würde eine Störung durch ein Flugzeug durchaus problematisch sein, was den Schlaf des Kindes angeht.
Zur Demonstration kamen zwei weitere Besucher. Zum einen das Sandmännchen. Und wenn ihr alle hier für ein striktes Nachtflugverbot von 22 Uhr bis 6 Uhr demonstriert, dann muss ich euch sagen, das ist das Mindeste an Nachtruhe, was ich als Sandmännchen akzeptieren kann. Der zweite Gast war der Ministerpräsident von Brandenburg, Herr Matthias Platzeck, der seine Sicht zum Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr offenlegte. Die Forderung nach dem völligen Nachtflugverbot werde ich nicht unterschreiben. Werde ich nicht unterschreiben. Basos, enttäuscht bin ich darüber, dass Sie uns wieder erzählen, das Gericht würde irgendwas entscheiden. Ich will es nochmal in aller Deutlichkeit sagen, obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass Sie es nicht verstanden haben. Dann fragen Sie Ihre Verwaltungsrechtler. Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet, ob Sie eine völlig unvertretbare Abwägungsentscheidung getroffen haben, sodass die Bürger gegen den Wunsch ihrer gewählten Volksvertreter etwas anderes erzwingen können. Das ist der Maßstab des Bundesverwaltungsgerichts. Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet mitnichten darüber, ob Sie den Airlines so viel geben mussten, wie Sie ihnen gegeben haben. Sie haben den Spieß umgedreht. Sie sind an die äußerste Grenze dessen gegangen, was vielleicht zugunsten der Airlines und zulasten der Bürger rechtlich noch machbar ist. Und nur das wird überprüft werden, ob Sie den Bogen abermals überspannt haben. Aber es wird in keiner Weise vom Gericht ein Persilschein kommen, dass das, was Sie entschieden haben, politisch richtig ist. Und wir wollen Ihnen einen Denkzettel mit auf den Weg geben, weil ich hoffe, dass das letzte Wort nicht gesprochen ist und dass die letzte Erkenntnis noch nicht gewonnen ist. Dieser Denkzettel wird jetzt entrollt. Seit der Entscheidung 1996, einen Großflughafen am Standort Schönefeld zu bauen, gibt es eine Fülle neuer Erkenntnisse, die gegen ein solches Projekt inmitten von Wohngebieten sprechen. Es bleibt zu hoffen, dass die Politik daraus Konsequenzen zieht.